Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir haben im letzten Part diesen Außenposten geholt und ich wollte jetzt weitermachen mit dem Dorf. Dann müssen wir gleich mit Jaima noch reden, dann kriegen wir dann noch eine neue Quest. Oder mussten wir das machen? Mit ihr können wir reden, aber hatte ich noch eine Quest mit ihr? Sie haben auch gesagt, dass ich irgendwie doof bin und dann habe ich das Vieh getötet. Oder nicht? Und dann... Nee, ich habe das Vieh getötet und hat mir gesagt, dass ich doof bin. Habe ich das andere dann auch erledigt? Ich glaube nicht, oder? Jo. Was möchtest du? Okay. Okay, die große Bestie. Ich wollte ihre Hütte upgraden, ne? Ich dachte, das wäre Tänzes, aber die haben wir schon fertig gehabt. Ja, aber ihre Hütte. Okay, dann machen wir das dann mal. Doppelbogen, auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wofür ich den benutzen sollte, weil zwei Pfeile gleichzeitig schießen. Okay, aber weird. Aber 3000 EP nehme ich natürlich gerne. So, da haben wir natürlich noch einen Skillpunkt dafür bekommen. Ich würde sagen, dann warte ich einfach mit dem Skillpunkt. Das hier kostet 4, ne? Ja, dann warte ich darauf, dass ich einfach das hier habe. Dann habe ich einfach schon die höchste HP. Wie gesagt, das hier ist DLC-Mission. Die hier. Legende des Mammuts. Hat das alte Mammut. Könnte ich theoretisch machen, aber erstmal nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir diese Dorfmission, weil sie einfach leicht ist und wir sie schon jetzt, ja, ein bisschen offen haben. Ist nicht wirklich lange. Aber ich hätte das. Vielleicht soll ich die Mission und die Upgrades dann doch eher später machen. Weil ich kriege dafür anscheinend auch noch die EP. Ich habe es ja wieder 12, also dieses plus 12% bekommen. Wahrscheinlich sollte das, also würde es am besten sein, wollten wir es am Ende machen, aber naja. Ich glaube, so dringend sind wir auch nicht auf die EP angewiesen. Klar, ich nehme natürlich alles mit, was wir bekommen. Aber jetzt gar nicht so schlimm. So, hier haben wir schon unsere Wenger unterwegs. Und wir gucken, was es mit dem vergifteten Wasser auf sich hat. Oder so. Ja. Ich möchte die Quest doch gerne machen, Spiel. Wo ist denn hier der Marker dafür? Ach, ich kann aber was herstellen, ne? Das hier genau. Ja, komm, warum nicht? Leert und verschießt zwei Pfeile gleichzeitig, okay. Der macht sogar mehr Schaden, ist nicht ganz so genau, aber hat eine höhere Feuerrate. Und der hier macht noch weniger Schaden. Also im Endeffekt ist der komplett nutzlos. Wohl Feuerrate, okay, der schießt nochmal schneller. Und das hier könnte ich noch machen und das hier könnte ich noch machen. Durchdringt die Masken der meisten Gegner. Okay. Wurfmesser, damit ist natürlich nicht schlecht. Südstein seltener und Tierhaut. Ich würde sagen, dann mache ich das hier. Da kommt das auch noch, was soll's. Dann brauchen wir noch ein weißes Jack. Ja, aber ich möchte gerne hier das annehmen. Da, jetzt geht's. So, finde heraus, dass das halt im Dorf vergiftet hat. Dankeschön, der Fokus. Toter Fisch. So, dann können wir erstmal hier noch den Doppelbogen auswählen. Gucken, was wir machen. Ne, falsche Taste und so, das wollen wir haben. Hier ist ein Fisch, den sehe ich. Da geht's lang. Okay, ist nur ein dummes Tierchen. Bisschen Schilf mitgenommen. Untersuchen. Das kann ich auch eben. Die vermitteln. Okay, schieb was voll. Okay, Tierhaut. Ich dachte, das wäre selten, weil es halt irgendwie stinkt. Gebaru. Lecker, ne? Okay, hier hoch, ja. Finde was für die Krankheit. Ja, vielleicht einfach ist das vergiftet. Okay, der Bogen ist ganz nett, muss ich sagen. Ist wahrscheinlich eher so für Nacht, oder? Ist nur tot damit.
Okay. Erst sterben die Fische, dann stirbt, glaube ich, eine Ziege oder sowas. Dann ein Mensch und jetzt hier ein Bär. Das muss ja von hier kommen. Aber das Wasser kommt doch sowieso. Also, warum trinkt die denn das Wasser? Trinkt das direkt beim Dorf? Na, du mal da. Bist du ein Streifenwolf oder bist du ein normaler? Ich glaube, du bist ein normaler, oder? Ich glaube, der Streifenwolf hatte einen weißen Streifen gesehen. Hier ist der Weißwolf. Okay, die ist tatsächlich ein bisschen verwesen. Okay, aber erstmal möchte ich jetzt tatsächlich den die Holzschasse hier drücken und wieso kann ich den Bären nicht rufen? Also vielleicht ist da zu klein gewesen für den Bären. Wir nehmen Platz hier, aber ich konnte doch den, obwohl ich konnte den Höhlenbären nicht rufen, den normalen. Erledige die Wölfe in der Höhle. Okay. Welche Wölfe in der Höhle meinst du? Hier ist keiner mehr. Doch da. Okay, das war nur der eine. Okay, was ist da hinten mit? Kann ich da was reinschießen? Also hier Feuer machen? Okay, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, das explodiert dann vielleicht oder so, dann kann ich da durch. Noch einen Hacke habe ich fertig oder voll noch. Okay, haben wir gemacht. Okay. Wenn ihr meint. Fertigkeiten, genau, wir haben 6 Skillpunkte, dann kann ich das hier machen. Hier, wache Dinger da. Können das hier machen? Viele EP. Blutfang, Säbelzahn, ja, das ist natürlich cool. Wir können mal kurz gucken, ob ich sehe, was der für Stats hat. Okay, der ist, hat eine Stärke mehr als unserer. Aber ich weiß nicht, ob ich den dann reiten kann. Also im Endeffekt ist der großer Narbenbär schlechterer Blutfang-Säbelzahn und der Schneeblutwolf ist einfach nur ein Schleichwolf. Also ist das Vieh, was sie da jetzt holen will, eigentlich schon das Beste für uns. Das ist ja rot oder was? Die können wir verstoren, die Mistviecher. Ja, hier ist wirklich ein Gegner oder sowas. Kann ich da runter? Bringt mir das irgendwas? Könnte sein, dass ich... Moment, was ist das, die Höhle, wo ich gerade drin war und wo das Gift zwischen war? Das interessiert mich jetzt. Nee, okay. Das ist einfach nur das Zwischending hier. Also da, wo ich eben gerade schon unten war. Ich dachte vielleicht was Neues. Also, dass ich dann hinter die Giftwolke komme. Aber nein. Da kommst du mit, wir haben was zu tun. Ja, okay, die laufen mir zu schnell weg jetzt. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel Streifenwolf herbekommen, oder? Wer bist du? Ich dachte, ich war so stark! Der Bestienmeister jagt. Hau bloß ab, du Mistvieh. Muss ich das vorher noch schwächen oder kann ich es einfach direkt zähmen? Weil ich soll ihn ja auch zähmen.
So, die Frage, was passiert, wenn ich jetzt töte? Ob er dann weg ist oder ob er dann nochmal neu spawnt oder ich dann die Mission fehlschlage oder so. Kam der Weg so gewollt ist? Ich denke mal schon, dass wir auch klettern. Da ist noch was zu holen. Warte mal kurz. Hallo, Dago? Ich stehe mitten im Wasser, ich dürfte nicht brennen. Ja, gib, danke. Höhlenlöwenfell, Großelchhaut. Großelchhaut, die braucht man für irgendwas. Ah, hier, Großelchhaut. Perfekt, dann können wir jetzt 40 Stücke Fleisch, 10 Köder und 10% Tierfett mittragen. Dann können wir gleich noch ein bisschen Köder machen. Weil können die Schaden mehr Köder haben, zu haben. Wenn ich dann alle Tierchen gezählt habe, dann kann ich die Köder im Endeffekt auch einfach wegschmeißen, weil die benutzt du sowieso für nichts anderes. Ich glaube, die sind auch nur zum... Ich weiß nicht, ob die nur zum Thema oder auch zum Anlocken da sind, um die Gegner dann zu ärgern, wie die, halt die Fleischköder in Far Cry 4. Aber wenn wir das gemacht haben, brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Dass ich immer auf N drücke. Okay, ist einfach wirklich hier auf dem Weg. Genau, und dann können wir halt die Steinsplitter durchgehen benutzen, weil die habe ich jetzt mal auch schon geskillt, dass ich damit halt, nein, ich habe sie verbessert, dass ich damit halt auch was mache. In der Nähe befindet sich ein bisschen Meisterjagd, ich weiß. Deshalb ist das Vorspiel. Erkunde die Höhle. Hieß es die Frage? Also das ist ja auch anscheinend der einzige Weg hier rein, ne? Aber hier sind ja noch andere Tierchen. Und hier sind ja auch noch Außenposten und sowas. Ich frage mich, warum der mir jetzt in den Weg gestellt wird. Okay, Tätchen Rutschhoff sind verfügbar, endlich. Ich laufe mal ein bisschen mit der Vision rum, damit ich einfach mehr sehe. Okay, hier unter mir ist irgendwas. Mir ist sowas von egal. Sehen, dass ich quasi niesen muss. Hallo Katze. Du musst mir einmal runterklettern, ich weiß nicht, ob du einfach mitkommen kannst. Sitzt die Katze jetzt direkt? Ist das vielleicht die Höhle, wo wir am Anfang schon waren? Keine, wie müssen wir funktionieren? Ich dachte... Bereits kämpfen wir in diese Bestie. Blutfang. Blutfang, Säbelzahn, ja. Hier ist unsere. Ich dachte gerade, das ist vielleicht die Höhle, wo wir mit Sylar kennengelernt haben. Die Versuchsgebiete auf der Minikarte enthalten Spuren, die von großen Bestien hinterlassen werden. Einige große Bestien können gezähmt werden. Dafür musst du sie allerdings zunächst besiegen. Solltest du sterben, bleiben die Wunden, die du den großen Bestien zugefügt hast, für deinen nächsten Jahr erhalten. Okay. Ist so erstmal ganz nett. Blutfang, der Sylar dann angegriffen hat, so. Zweimal alter Holz, anstatt einmal Hartholz. Ich das kostet immer zweimal einmal Hartholz. Weiß gar nicht, was das angenehmer für mich ist. Okay. Gibt es hier was Interessantes? Da hinten ist noch das Teil, was ich haben wollte. Hm, ich glaube, ich brauche davon gerade gar nichts mehr, oder? Weißjagdhaut, genau, die fehlt mir noch. Streifenwolf auch, glaube ich. Weißjacke, perfekt, dann können wir es ja machen. Dann haben wir bei Handwerk noch das hier und dann könnten wir auch nach Ulan gehen. So, wir brauchen Höhlenbärfell, seltenes Jaguarfell, Wollnashorn und Leoparden. Was haben wir davon? Ich habe schon vergessen, was das alles war.
Höhlenbär, davon brauchen wir doch noch zwei, habe ich nicht. Wollnashorn brauche ich noch. Leoparden. Leoparden kann ich, das war gleich, was ich brauche. Hab schon mir falsch gedrückt. Dann den Quellenlöte. Und dann machen wir Säbelzahntiger. Davon haben wir. Haben wir davon fast im Inventar? Achso, ich war schon im richtigen. Säbelzahntiger. Weil Säbelzahntiger sind die auch gar nicht so selten und die kann ich einfach schnell töten. Ist halt die Frage, wenn die hier schon was haben, dann kann ich sie gleich benutzen. Säbelzahntiger, ja, passt auch. Also kann sein, dass die alle aus dem DLC, also das von diesem Handwerkspack sind, aber nehme ich einfach mit, ne? Warum nicht? Okay, Wollnashorn brauche ich noch drei Stück, okay. Einmal seltenes Jaguarfell, das habe ich geguckt, ob ich das habe, und dann noch zweimal Höhlenbärfell und dann hier unten halt noch einiges. Vermutlich. So. Kurz mal in Jägerwischen gehen, gucken, ob wir was finden. Wir müssen sie erstmal besiegen, habe ich verstanden. Vantari-Fahrtlager. Das wollte ich nicht. Und kein Fan davon, mal in meinen Waffen brennen, die durchgehen. Bisschen Blut, Alderholz, Schilf. Und da müssen wir hin. Versuchen wir die irgendwie. Anscheinend gibt es da noch eine Jagdquest, die nichts mit. Also, wo wir da nichts sehen können. Okay, was bist du da hinten? Achso, Kletterpunkt, okay. Kann ich hier rüber? Also die Richtung gehen, oder? Sieht erstmal so aus, würde ich sagen. Okay, wie soll ich hier auch hin, laut dem Ding? Sind wir hier wie in einer Festung von irgendjemanden? Könnten die Ziele sein? Mit dem ganzen Feuer und sowas. Aber die sehen ja so ein bisschen nach Udam aus, muss ich sagen. Ringwall Außenposten. Ich würde sagen, den ignorieren wir erstmal gekonnt und versuchen mal das Vieh zu finden. Udam Prashqua Hasaria. Jagen Udam von Klippe, okay. Ich hatte nämlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir schon relativ stark für sowas sind. Mit unseren ganzen Waffen und so. Hasar Dantan, Udam Chaguan, Hasaria, Urgi, Leopardenfell, nice. Scheint aber längere Mission zu sein. Ich dachte, wir gehen einfach hin, hauen die Vieh auf die Fresse und fertig. Aber wir müssen erstmal noch stundenlang hinterherlaufen und alles. Also, ich beschwimme jetzt nicht, aber anders als erwartet. Hirschfell brauche ich nämlich. Also, brauche ich nicht unbedingt jetzt sofort, aber könnte ich auch noch ein paar Mal nehmen. Ihr seid denn dumme Ziegen, ich kann mich in Ruhe lassen. Lagerfeuer entdeckt, wieder Aufstellungspunkt. Alte Spur für den Wald. Ins Tal. Okay, warum soll ich der alten und der neuen folgen? Unbekannter Ort. Okay, ist das allgemein für den ganzen... Also ist damit der ganze Ort gemeint oder ist der halt... Ich verstehe es nicht so richtig, muss ich leider sagen. Bisschen unverständlich. Aber wir wissen einfach das ganze Gebiet hier. Also das ist... nicht so groß. Ich glaube, es ist hauptsächlich das hier. Oder hier ist schon Ende. So knapp hier so rum. Ich glaube, so riesig ist es hier gar nicht. Ich würde sagen, dann mach ich mal das Leuchtfeuer auf. Ich glaube, dann kriegen wir nämlich die Karte auch. Und hier die Mission zeigt ja, dass da oben ist. Das heißt, ich würde sagen, die alte Spur ist das Relevante und das Tal ist es halt einfach nur so eine Nebensache oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder geht der Gegner und zünden das Leuchtfeuer, um es zu erobern. Ja, das war mein Plan. Stein, Galu, Leuchtfeuer.
Sind hier nur zwei Leute? Ja, da ist noch einer. Da auch noch, okay. Würde ich sagen, wenn ich es kann, würde ich den da erledigen? Vielleicht gehst du nicht, weil der eine Maske auf hat oder so. Riesenvogel, ey. Okay, ich brauche die doch nicht immer. Anscheinend. Ja, das finde ich ein bisschen frech, dass ich mit meinem riesigen Speer nicht töte. Das ist doch hier vor. Ich dachte, wir hinter den Stein. Okay, das waren alles Udam hier. Ich hätte gedacht, das wären hier Izila. Aber anscheinend ja nicht. Weil Izila die Südleute sind, aber okay. Vielleicht sind sie eher die Ostleute. Also, wo war hier noch was? Der hier war noch. Der wurde ja von dem Vogel getötet, genau. Und wir sagen, im nächsten Part gehen wir dann das Vieh jagen. Eigentlich ist es ja nicht Pfeil, sondern Pfeile anzünden, weil es zwei sind. Ah, naja. Ich beschreibe mal nicht. Steingardu Leuchtfeuer. 7 von 16 Anspruch, 600 XP und Ranger-Befolgung erhöht. Jetzt haben wir hier Schnellreisepunkte, sehr gut. Okay, wir haben jetzt zwei verschiedene Dinge. Hm, das habe ich gar nicht gesehen vorher. Und ja. Hier ist aber kein weites Leuchtfeuer, also das hier müssen wir einfach so erkunden. Gehen wir doch erstmal dahin. Dann würde ich mal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.